dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo, hallo. Willkommen zur dritten Runde. Einführung Philosophie, Sprachkritik, Abstraktionen, Vorstellungen vor allen Dingen. Was sich die Leute alles so vorstellen, ist auch Thema hier. Und als Sprachkritik, Einführung in die Sprachkritik, könnte man das Ganze auch bezeichnen. Rundumkurs Philosophie, Erkenntnistheorie, Erkenntniskritik, was du wollen. Ein Gesamtpaket für Leute, die auf ihre Urteilskraft Wert legen und ansonsten auch nicht auf den Kopf gefallen sind. Hier dieses Spezialprogramm, genug der Worte. Mit der Nummer 10 in der dritten Runde, das Konkrete in seiner Einzigartigkeit und Unergründlichkeit markiert die Grenze der Begriffsbildung. Warum? Weil der Begriff, wie gesagt, ein Allgemeinbegriff ist. Dieses Pferd ist dieses Pferd und kein Pferd an sich. Unergründlichkeit insofern als eine Beschreibung vom Grad der Genauigkeit abhängt, was ich jetzt alles noch mit geschrieben haben will. Das ginge theoretisch bis ins einzelne Haar, hat natürlich niemand Interesse, aber in der Richtung zielt diese Unergründlichkeit ab. Dass eben, wenn man wollte, bis in mikroskopische Tiefen oder bis die Analyse bis zur Autopsie treibend in Bezug auf irgendwelche Organe, dann auf der Suche nach der Wahrheit, die wahrscheinlich, das heißt wahrscheinlich eine Wahrheit, die grenzenlos ist, und das wäre eine Wahrheit, die an sich gilt, ist aus verständlichen Gründen unmöglich. Ich werde das immer wieder an entsprechenden Beispielen darauf hinweisen, wo die Kurve dann in die Unendlichkeit oder eben in die Unergründlichkeit, wie es hier heißt, Unergründlichkeit, so schaut's aus, und wieder mal hat der gute Herr von Kitschko das Werkzeug nicht eingestellt, was hiermit erledigt wäre. Also die Grenze der Begriffsbildung liegt in der Natur der Sache. Tribut an die Sprachgewohnheit, Natur der Sache ist natürlich Unsinn. Begriffe haben es so an sich, noch eine Sprachgewohnheit zu provozieren, allgemein Begriffe zu sein. Weil wenn nämlich für jedes einzelne Ding ein einzelner Begriff zuhanden wäre, verfügbar wäre, dann wäre die Verwirrung geradezu vorprogrammiert. Niemand wüsste mehr, was jemand mit einem Begriff meint. Also, Grenzen der Begriffsbildung sind durch die Allgemeinheit
die der Kommunikation geschuldet ist, allgemeingültige Begriffe, das heißt, dass jemand anderer eben eine Sache so versteht wie ich, weil er oder sie ist, gleiche Schulbildung erfahren hat und man eben davon ausgehen kann, dass da ein Erfahrungswissen in Bezug auf alle möglichen Dinge, ein Tisch, kann sich nahezu jeder was vorstellen. Ja, damit wäre die Nummer 10 erledigt. Wir machen weiter mit einem, der sich um die Grenzen der Begriffsbildung sehr verdient gemacht hat. Und zwar Heinrich Rickert, sein Standardwerk, jedem Eingeweihten ein Begriff, die Grenzen der Natur, wissenschaftlichen Begriffsbildung, das weiß ich gar nicht, der wissenschaftlichen Begriffsbildung, egal. Standardwerk. Und er schreibt jetzt in einem anderen Buch, wo er die Unterschiede zwischen Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft geschuldet seiner Auffassung, der werttheoretische Zweig der Neukantianer, wo eben in der Kultur die Werte repräsentiert werden und die Naturwissenschaft, die klassische Naturwissenschaft. Aber das soll uns jetzt weniger interessieren. Hier geht es um die Begriffsbildung. Und ich lese, Vorlesung startet ab jetzt. Hätten wir also die Wirklichkeit der Begriffe abzubilden, so ständen wir als Erkennende vor einer prinzipiell unlösbaren Aufgabe. Und so wird es denn, wenn irgendetwas, das bisher geleistet ist, überhaupt den Anspruch machen darf, Erkenntnis zu sein, auf für den immanenten Wahrheitsbegriff wohl dabei bleiben müsse, das Erkennen nicht abbilden durch Beschreibung der Phänomene, sondern umbilden, und zwar, wie wir hier hinzufügen können, im Vergleich zum wirklichen Selbst immer ein Vereinfachen ist. Das ist jetzt grammatikalisch vielleicht holprig, Erkenntnis zu sein auf für den, wenn irgendetwas, das bisher, so wird es denn, irgendetwas, das bisher geleistet ist, überhaupt in Anspruch machen darf, Erkenntnis zu sein, auch für den, auch, so muss das heißen, für den immanenten Wahrheitsbegriff, interessiert uns jetzt hier nicht. Um was es geht, ist, dass es kein Abbilden ist. Das ist der Irrtum der Identitären, sage ich jetzt mal, der Identifikationisten, die meinen, die könnten eben irgendwas abbilden ohne irgendeinen Rest und der Sache ist damit Genüge getan, sogenannte Abbildtheorie. Das wird von Rickert hier bestritten, sondern es geht um ein Umbilden. Und dieses Umbilden, das passiert in dem Moment, in dem ich wie in der letzten Folge schon angesprochen, einen interpretatorischen Spielraum habe, das eben die Dinge, dass es vielmehr um ein Meinen geht, muss ich da jetzt zurückrudern, um mir denn, ja, weil es sich eben in der Sprache vielmehr, weil die Sprache metaphorisch gebraucht wird. Also in Analogie zu etwas, und da sind wir dann wieder bei Rickert, das ist die
Das ist ja im Vergleich zum Wirklichen. Etwas ist groß, immer wenn ich einen Vergleichspunkt habe. Etwas kann, wenn je nachdem wie der Vergleichspunkt ist, kann dieselbe Sache einmal groß erscheinen, einmal klein, eben in der Relation. Und die Relation ist es auch, dieses Umbilden, mit diesem Umbilden ist auch eine subjektive Moment angesprochen, dass ich, wenn es jetzt nicht um dieses an sich geht, wo Gegenstände einfach Eigenschaften an sich haben und für sich, ohne dass es von der Wahrnehmung oder vom Sinnesapparat abhängt und damit vom subjektiven Bewusstsein, wenn diese Relation zum Subjekt als erforderlich begriffen wird. Und das ist es in der subjektivistischen Variante dessen, was klassischerweise als Wirklichkeit bezeichnet wird. Davon ausgehend geschieht, ist in so einer Begriffsbildung, die ja auch eine Beschreibung, in der Beschreibung handelt es sich auch um Begriffsbildung, beziehungsweise die Begriffsbildung, die von der Wahrnehmung her rührt. Und wenn das begriffen ist, dass die nicht objektiv ist, diese Wahrnehmung nicht sein kann, weil eben vom Bewusstseinssinnesapparat desjenigen abhängig, der wahrnimmt und dieses Bewusstsein verschieden ist und dementsprechend die Wahrnehmung jetzt nicht in... Soll ich sagen, es gibt in vielen Dingen einen Konsens in Bezug auf die Wahrnehmung und es mag auch selbstverständlich erscheinen, aber dieser auch gewöhnliche Konsens darf nicht mit einer tatsächlichen Allgemeingültigkeit verwechselt werden. Es ist und bleibt ein Konsens, das heißt, das ist ein Willensmoment inbegriffen. Dass jemand es auf etwas abgesehen hat, auf etwas hinaus will und dementsprechend dann diesen oder jenen Begriff bildet oder die Sache dann so oder so sieht, ganz nach dem Zweck. Und davon abgesehen ist dieses Vereinfachen, was jetzt ein anderes Wort wäre für Abstraktion, eben Abziehen von einer Unendlichkeit von Merkmalen, wenn man es super, super genau nimmt, eben das Vereinfachen auf dasjenige, worauf ich es abgesehen habe oder wofür mir jetzt gerade Begriffe zur Verfügung stehen. Es kommt ja immer wieder, hängt von der Bildung ab, wie jemand etwas sehen kann oder in welchem Zusammenhang die Dinge dann erscheinen. Ich denke mal, das wäre zu der Nummer 11. Zu Rickards Auffassung genug gesagt. Wir kommen zu Friedrich Albert Lange, ein Klassiker, nicht nur des Materialismus, sondern überhaupt der Philosophie des 19. Jahrhunderts und der Diskussion, die mit Materialismus und auch Sozialismus und die ganze soziale Bewegung der Zeit mit eingegreift,
Standardwerk Geschichte des Materialismus, zwei Bände, von dem sogar Nietzsche in der deutschen, in der Zurkamp-Ausgabe, denke ich mal, Taschenbuch steht hinten, hinten als Waschzettelwerbung steht ein Lob von Friedrich Nietzsche, das ist ein was irgendwie, weiß ich nicht, besten Bücher oder interessantesten Werke hat er in einem Sitz durchgelesen oder so, irgendwie in der Richtung. Die Nummer 12. Je weiter sich der Mensch vom Sinnlichen entfernt, desto mehr unterliegt er dem Irrtum. Und die Sprache ist die wichtigste desselben. Sobald die Worte als adäquate Bilder von Dingen genommen werden oder mit wirklichen anschaulichen Dingen verwechselt werden, wären sie doch nur willkürliche, mit Vorsicht zu gebrauchende Zeichen für gewisse Ideen sind, ist das Feld zahlloser Irrtümer erschlossen. Also, mit dem Bewusstsein der Abstraktionen oder von mir aus mit dem Bewusstsein, mit einem Sprachbewusstsein, ist ein wichtiger Schritt zur Vermeidung von nicht nur von Irrtümern, sondern ich möchte sagen auch von Illusionen und aller Art Vorstellungen, mit denen sich manche Leute da herumschlagen, weil ihnen eben nicht klar ist, mit was sie es da eigentlich zu tun haben in ihrem Oberstübchen. Also, je weiter sich der Mensch vom Sinnlichen entfernt, desto mehr unterliegt er dem Irrtum. Und die Sprache ist wichtig, dasselbe, da waren wir schon. Sobald die Worte als adäquate, ja, ich habe ja schon alles vorgelesen. Was machst du denn? Hier wieder der Punkt, adäquate Bilder, dieses Abbilden von oben, ist eben nicht, oder ich rate dazu, es gibt für ein Abbilden keinen vernünftigen Grund, weswegen da irgendwas abgebildet wäre, außer dass jemand eben behauptet, ja, es wird abgebildet. Und diese Willkürigkeit, das ist eben das Willensmoment der Begriffsbildung, dass jemand was im Sinn hat, zweckbedingt, intentional, ist Willkür, ist, sagt jetzt nicht unbedingt etwas über den moralischen Charakter der ganzen Sache, also es ist nicht unbedingt verwerflich, heißt eigentlich nur, dass jemand es in seiner Macht hat, dieses oder jenes Zeichen oder Wort zu gebrauchen, weil es eben keine an sich Wirklichkeit, die in der ein Ding nur ist, was es ist und nichts anderes, weil das eben nicht in Frage kommt. Und die Subjektivität, ich wiederhole mich, ich weiß, ist eben die Freiheit gegeben. Und ich werde da später noch drauf zu sprechen kommen, wenn es um einen etwas, ich möchte sagen, revolutionären Machtbegriff geht, der bei mir eben schon in der Begriffsbildung anfängt und dann zu ganz anderen Konsequenzen führt. Mit dieser Willkürlichkeit ist auch die Freiheit und auch die Macht gegeben, die Dinge eben so zu beschreiben, wie einem das vorkommt. Jetzt wird jetzt niemand aus einem, durch die Beschreibung aus einem Elefanten einen Bleistift machen. Das nicht.
aber es gibt genügend Vorkommnisse geschehen, wenn man es mit Menschen zu tun hat und keinen toten Gegenständen, auf die man sich per Definition einigen könnte, sind gerade die Fälle, wo dann Interessen kollidieren, wo es Konflikte gibt, ist dann in der Regel schnell, führt da eine Analyse des Sprachgebrauchs oder der Deutungsebenen sehr schnell auf den Grund des Missverständnisses, was dann auch nicht dazu führt, dass jetzt der Interessenkonflikt beigelegt wird, aber man weiß dann wenigstens, woran es arbeitet, und dass einfach jemand nicht will, egal was oder sie einbildet, das muss jetzt sein, so oder so, dann ist selbstverständlich jede rationale oder vernünftige Diskussion fehl am Platz. Und dann ist es am Gegenüber zu entscheiden, wie weit da überhaupt noch sinnvoll argumentiert oder verhandelt werden kann. Also, wir halten fest, hütet euch davor, adäquate Bilder in der Sprache zu sehen. Abbildtheorie ist überholt, will ich mal sagen. In eingeweihten Kreisen, aber es gibt natürlich in der Regel die gemeine Frau, sage ich jetzt mal gendermäßig, geht weiter nach ihrem Sprachgebrauch, nach den Sprachgewohnheiten, nach dem Verständnis, üblich ist, wie man praktisch damit, wie es praktisch sinnvoll ist, da wird niemand, das ist sowieso die Krux, dass heutzutage umso mehr das wissenschaftliche Verständnis der Dinge in keinster Weise mit dem üblichen Sprachgebrauch in Übereinstimmung gebracht werden kann und dementsprechend auch der Masse der Menschen nicht unter Umständen schon klar gemacht werden könnte, wenn dementsprechende Veranstaltungen stattfinden würden. Aber auch unter demokratiepolitischen Gesichtspunkten ist ein informiertes Publikum, eine informierte Bevölkerung, die ist eigentlich eine Illusion unter den herrschenden oder kursierenden Voraussetzungen. Da ist gar nicht daran zu denken, und das bilden sich auch die sogenannten Machthaber gar nicht ein. Da geht es da nicht um irgendwie ein wohlinformiertes Publikum. Da werden Werbeagenturen und andere Psychologen werden da ins Geschirr genommen, um möglichst schlau die Wähler zu übertölpeln mit sinnlichen, emotionalen Botschaften und dergleichen. Aber ich schweife ab. Das ist nochmal der Tractatus von Wittgenstein, die schon mal erwähnte Stelle. Alle Philosophie ist Sprachkritik, allerdings nicht im Sinne Mautners. Stimme ich jetzt aus wieder anderen Gründen zu, aber auch nicht im Sinne Wittgensteins. Was jetzt aber zu weit führen würde, Wittgenstein
wie auch Mautner, alles verdienstvolle Denker, aber wenn es jetzt um die Kurve geht, da ist die Analyse, wie bei vielen, ist die Analyse wunderbar, aber dann, wenn es daran geht, die Konsequenzen zu ziehen aus dem Ganzen, dann der eine oder andere, für meine Begriffe, eben kriegt die Kurve nicht. Bei Mautner ist es, also wenn wir vielleicht später noch dazukommen, der schreibt da, dass er ganze Nächte damit zugebracht hat, seine Flüche hinzuwühlen, darüber, dass wir so gar nichts wissen können oder erkennen können. Das ist natürlich auch in, was jetzt Objektivismus betrifft, da hat er natürlich recht. An sich wird nichts gewusst. Es gibt kein Wissen, Erkenntnis an sich, objektiv, logisch, allgemeingültig. Aber dass, wenn das erkannt wird, dass man diese Art von Wissen eben abschreiben kann, dann ist die logische Konsequenz, sich der Ethik zu widmen. Es gibt da auch verschiedene Analysen, will ich jetzt gar nicht darauf eingehen, vielleicht den Pragmatismus, die halten auch nichts von Wahrheit, behaupten zwar das Gegenteil, aber da ist die logische Folgerichtigkeit ist da fehl am Platz. Halten auch nichts von Ethik. Also das ist natürlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss, wenn dann erkannt wird, dass keine objektiven Wahrheiten möglich sind, dass dann quasi jeder machen kann, was er will. Das ist natürlich auch Unfug. Wir halten fest, 13 wieder, die Verknüpfung, der Bezug von Denken und Sprache. Also ich gehe jetzt sogar so weit zu behaupten, dass jemand, der kein Abstraktionsbewusstsein hat, auch nur eigentlich nur irrelevanten Quatsch verzapft. Sind wir doch mal ehrlich. Und da in der Regel sind alle, die da vor irgendein Mikrofon medienmäßig treten, die haben da vielleicht mal irgendwann irgendwo schon mal so in der Richtung was gehört, aber richtig durchdacht und auch in seiner eigenen Fragestellung dann berücksichtigt, was gerade für Journalisten sehr interessant wäre, möchte ich meinen. Das passiert in der Regel nicht, weil eben nicht sein kann, was nicht sein darf. Und das heißt, alle diese objektivistischen Säulen der herrschenden Verhältnisse dürfen nicht zum Einsturz gebracht werden. Deswegen faseln dann irgendwelche Professoren von der Natur des Menschen oder man wird dann, die Ergebnisse werden dann mit Mann in der Gesprächsrunde, mit Mann fühlt sich dann wieder angesprochen. Nummer 14, nochmal der Hinweis auf die, eigentlich geht es in der ganzen Sache hier nur darum, die Bedeutung oder Wichtigkeit der Sprache in Bezug auf das Denken hervorzuheben. Und nicht nur auf das Denken, sondern eben auch auf das Bewusstsein und auch auf das Wollen. Das ist noch wichtiger. Es geht hier nicht um irgendwie eine theoretische Sache, sondern
Hier ist gleich die Praxis angesprochen, weil diese Praxis des Sprechens oder auch des Denkens, die ist niemandem fremd, nur dass eben die einen, jetzt muss ich nochmal auf die Uhr schauen, naja, gerade erwischt, 021 aus, die 30 Minuten sind vorbei. Aber die 14 machen wir noch in der dritten Folge, ist keine große Sache, der sogenannte Linguistic Turn. Hat in Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts dazu geführt, dass alle möglichen, also viele Wissenschaftler haben sich da, sind da auf die Sprachprobleme aufmerksam geworden, hat da sehr viel Literatur gegeben. Aber letztlich ist dann nochmal die Analyse wunderbar, aber am Missbrauch der Sprache hat sich bis auf den heutigen Tag nicht viel geändert. Jetzt bin ich versucht, die 15 auch noch mit reinzunehmen, aber dann, das gibt mir schon wieder zu viel. Huschpfui, einfach alles abhandeln und zu Beginn der nächsten Folge bin ich dann auch wieder etwas mehr. Wieso geht da nichts? Ist jetzt auch wieder. So, nächstes Mal in der vierten Folge dieses Allround Terminals. Geht's weiter mit der Nummer 15. Und mir bleibt nur noch ein heiteres Peace und Out.